Wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, Kopf der Schlange. Da wollen wir hin. Und das machen wir wie folgt. Nein, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nachforschung? Achso, ja. Schalten wir erstmal die Nachforschung da frei. Zack, alle tot. Alle erledigt. Den, genau, da wollen wir hin. Ab auf die Welt. Und hier unten. Da. So. Hätte ich auch so geschafft. 100%, bin ich mir sehr, sehr sicher. Okay. So, übrigens, heute mit Cam. Ich habe gedacht, lass einfach mal an. Ihr habt schon Schlimmeres erlebt als meine Visage. Zum Beispiel mein Spielstil. So, tschüss. Okay, ist nicht mehr weit. Kriegen wir hin, denke ich. Alljop. Hier rüber, darüber, hier hoch, da durch. Und. Aua. So. Und. Tschüss. Runter. So. Brauchen wir noch etwas? Gibt es hier irgendwo noch was zu futtern? Nee, hier war ich doch schon mal, oder? War ich hier nicht schon mal? Kennt ihr das nicht auch? Du kommst reichlich spät. Immer doch. Hast du auf mich gewartet? Ich warte auf keinen Mann. Du siehst müde aus. Ein kleines Abenteuer hilft mir schnell wieder auf die Beine. Gibt es Neuigkeiten? Mali findet, es sei an der Zeit, den Palast anzugreifen. Die Spitzel sind abgelenkt und das Volk gespalten. Inwiefern? Einige behaupten, der neue Kalif hätte den Thron von Abu Abdullah ibn el-Mutawakil gestohlen. Was weißt du über ihn? Wenig. Er war im Palast in der Nacht, als sein Vater... In der Nacht, als ich in diese Truhe griff. Meisterin, konnten wir inzwischen mehr über den Gegenstand darin erfahren? Warum fragst du? Es ist nicht gut, dass wir so wenig über etwas wissen, das dem Orden so wichtig ist. Sollten wir nicht danach streben, den Feind besser zu kennen, um ihn zu besiegen? Sei gegrüßt, Basim. Störe ich gerade? Nein. Wenden wir uns unserer Arbeit zu. Natürlich. Abu Abdullah. Rivka sagt, du hättest seine Mutter Kabiha getroffen? Ja. Sie könnte an der Spitze des Ordens stehen. Sie oder die Dichterin Arib. Oder Statthalter Muhammad. Alle drei hatten Verbindungen zum Feind. Muhammad ibn Tahir. Seine Vettern verwalten das Land, auf dem sich Alamut befindet. Ihr Schutz ist das Einzige, was unsere Feinde fernhält. Ich schnitt dem Feind die Beine vom Leib, Meisterin. Lass mich zuschlagen, solange die Stümpfe noch bluten. Ich demaskiere ihn und finde heraus, was er will. Basim hat recht. Wir müssen schnell handeln. Gehe zur runden Stadt. Spähe alle drei aus, doch schreite nicht zur Tat. Erstatte mir auf dem Haus des Geheimsiegels Bericht. Ja, machen wir. No problem, Roshan. Bruderschaftshaus Harbia. Roshan und Fulat. Auch abgeschlossen. Mehrere Fälle enthüllt. Schauen wir noch mal. Eins, abgeschlossen. Okay. Binde Arib. Binde Bia. Ich habe keine Ahnung. Binde Muhammad. Komm, wir nehmen erstmal die Troller. Stehe auf Dichterinnen. Aber nur auf Rinnen. So, was war das? Ah ja, neue Hinweise entdeckt. Muss ich mit dir reden? Hast du was für mich? Fulat, mein Fundort von Fakten, mein Ausschank der Antworten. Womit kann ich dir helfen, Basim? Ich nicht. Erzähl mir von Arib. Ihre Worte waren für Mitglieder des Ordens nahezu heilig.
Eine begnadete Künstlerin und Dichterin. Arib erlangte dank ihrer Kunst die Freiheit. Tabith erzählte mir, sie hätte ein prunkvolles Heim in der runden Stadt. Weitere Fragen? Ja, wenn du so schon fragst. Was weißt du über Kabiha? Sie hatte Verbindungen zur Schatzmeisterin. Kabiha wurde in die Sklaverei geboren und stieg zur Lieblingskonkubine El-Mutawakils auf. Ihr Sohn wurde jedoch nicht Kalif, womit ihre Zukunft unsicher ist. Weitere Fragen? Ja, eine hätten wir da noch. Nee, zwei hätten wir noch. Erzähle mir vom Statthalter. Ich sah, wie er Wasif at-Turki Befehle erteilte. Muhammad ist einer der Tahirian, mächtige Vizekönige der Kalifen in Persien. Er verwaltet ganz Bagdad von seinem Sitz am Gericht aus. Weitere Fragen? Nur noch eine. Wo kann ich die Verdächtigen finden? Alle drei leben in der glorreichen runden Stadt, dem Machtzentrum des Abbasiden-Kalifats. Weitere Fragen? Nein. Ich danke dir, Fulad. Kein Bock mehr, ich will meucheln. Meucheln, nicht meucheln. Meucheln. Quatschen. Dichterin, Politiker und Konkubine. Bald werde ich wissen, wer von ihnen die Maske trägt. Habe ich da irgendwo in der Nähe? Ich habe keinen Bock, so viel zu latschen. Habe ich da nicht. Oh. Oha, dieser war weit weg. Ja, hier hätte ich einen. Er ist näher dran als ich. Gott, dann flitzen wir dahin. Dann nehmen wir doch den. Klettern, du kannst fast alles erklären, mit dem. Hütten der so. Den du A drückst oder gedrückt hältst und dann drauf zuläufst. Okay. Was ein Lappen du bist, Bassi. Was ein Lappen. So, okay. Wollen wir runter. Zack, geschafft. So. 165 in diese Richtung. Geh weg. So, ja. Ah, da drüben ist doch bestimmt wieder Sperrgebiet, oder? Es riecht schon danach. Ja, hier fängt doch schon an. Sind hier irgendwelche? Wir hier noch nicht, ne? Fängt erst da oben an. Gucken. Lass deinen Blick schweifen. Okay, da muss ich rein. Sind hier irgendwo böse Jungs? Da sind zwei. Wo hocke ich denn gerade überhaupt? Ah, ich hocke da. Okay. Da sind zwei. Okay, die sollen mich eigentlich nicht weiter stören. Da ist einer. Okay, ich jumpe hier einfach rüber. Und dann gibt es kein Problem. Tschüss. So schöne Häuser. Und welch ein Kontrast zu den armen Siedlungen El-Anbars. So, sehr gut. Geschafft. Okay, darüber. War ich hier nicht schon mal? Ich war hier bestimmt überall schon. Hoffentlich ist sie zu Hause. Ah. Jetzt sehen wir gleich, Bassi. Gleich sehen wir, ob sie zu Hause ist. Okay. Du wirst mich nicht von meinen Gästen fernhalten. Das ist mein Haus. Bezahlt mit meiner Großzügigkeit. Bezahlt mit meiner Genialität. Schön hell. Wenn es um Andenken, Gefallen und persönliche Widmungen geht, findest du Saida Arib nach ihrem Vortrag im Garten. Guten Tag. Du musst ihr Gönner sein. Es ist mir eine Ehre, Saidi. Mit Verlaub. Ich ersuche ein Treffen unter vier Augen mit der Dichterin. Ist das so? Ihre Sprache macht mich sprachlos. Symmetrie von See und Himmel, so bewegend. Ich wünsche nur, ihr meine ehrliche Bewunderung auszudrücken. Schöne Worte. Fast so schön wie die ihren. Und genauso falsch. Wir beide kennen die Maske, die sie trägt. Nicht wahr? Maske, Saidi? Genug mit dem Saidi. Ich weiß, was du bist, warum du hier bist. Glaubst du, ich hätte dich nicht in den Schatten herumschleichen sehen? Sie ist nicht länger Teil eurer Ränke, eurer geheimen Treffen, eurer albernen Spitznamen. Ich habe sie davon befreit, denn ich lasse ihre Tür bewachen.
Meine Männer verfolgen ihre Vorträge. Jeden Brief, den ihr ihr schicktet, ließ ich zerreißen und zurücksenden. Zurücksenden? Du findest einen Stapel in der Postverwaltung. Verbrennt sie, vergrabt sie, tut, was ihr wollt. Meinetwegen könnt ihr daran ersticken. Okay. Die scheint nicht zum Orden zu gehören. Die ist, ja, ein bekannter Fall. Schauen wir doch mal. Unentdeckt. Vielleicht kann ich Arib bei dem Vortrag abpassen. Okay, wir gucken erstmal hier. Ab in die Postverwaltung. Gut. Fertigkeiten? Ah, ja. Ja, dann war doch mal kurz. Angriff. Nein. Das. Schindieb. Die Sichtverstärker? Nö. Ja, Notfall ziehen. Das brauche ich definitiv. Bin so ein Opfer, was das angeht. Das nehmen wir. So, Nachforschungen haben wir gemacht. Wir müssen dahin. Dann schauen wir doch mal. Wo ist die Postverwaltung? 200 Meter in diese Richtung. Alberne Spitznamen, geheime Treffen. Der Gönner könnte mich für ein Mitglied des Ordens der Ältesten gehalten haben. Die Briefstapel in der Postverwaltung könnten mehr verraten. Mal sehen, welche Maske du trägst, Dichterin. So, Taschendiebstahl. Postverwaltung. So. Ein paar Meterchen haben wir noch. Bitte kein Sperrgebiet oder so. Okay. Geht weg. Die Postverwaltung. Ich werde tun, was die Spitze machen. Mich durch die Post Fremder wühlen und Verschwörungen erschnüffeln. Okay. Ja, so können wir das machen. Okay, hier haben wir Sperrgebiet. Hier vielleicht mal gucken, so, vorher sollen, ob hier oben einer ist. Falscher Knopf. Ja, okay, da unten sind welche. Okay, hier oben ist dann keiner, ja? Was machst du? Warum wird nur hier drauf? Das hätte mir schon gereicht. So. Ah, jetzt bin ich wieder rausgejumpt, hä? Ah, da muss ich rein. Sehr gut. Oh, das sind zwei. Was geht da vor? Siehst du gleich, komm her, Baby. Oh, kuscheln. Gut, also zurück. Was war das? Ja, komm gucken, dann weißt du's. Seid bereit. Der Feind wurde hier drinnen gesichtet. Ja, kommt der nicht hier hinten in die Ecke rein? Nicht? Na gut. Wie soll ich denn noch pfeifen, du Sacknase? Ist das jetzt sein scheiß Ernst? Er kommt einfach nicht. Ein Moment. Oh nein, es... Du bist ein Idiot, Bassi. Du bist ein richtiger Depp. So. Ja, lass mich nicht entkommen. Oh. Nichts wird angedockt. So. Oh nein, was machst du, Bassi? Oh, er ist ein Depp. Höchster Klasse, ich schwör's euch. So. Gut. Ja, dann, meine Freunde. Hat keinen Sinn, jetzt da rein. Denn das würde zu lange dauern. Wir verschieben das alles auf die nächste Folge. Ich wünsche euch bis dahin alles gut. Genießt alles, was ihr habt. Wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ob ich sie irgendwann mal da finden werde, die Briefe, reinkommen werde, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.